Herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Heute stellt Tim Wiese, Torhüter von Werder Bremen, seine persönliche Traumelf vor. Ja, hallo, das ist meine Traumelf. Ich habe mich heute für die Elf von Werder Bremen entschieden, weil das ist meine Truppe und momentan spielen wir sehr gut. Deswegen ist Wiese im Tor, Pappas auf der rechten Seite, in der Innenverteidigung Prödel und Naldo, links Lukas Schmitz, im defensiven Mittelfeld Ignowski, rechts Fritz und Hand links. Unser Spielmacher ist Marco Marin und vorne mein Kollege Arni und Pizza. Vielen Dank, Tim Wiese. Hallo Timo, hallo Jan. Ja, die Traumelf von Tim Wiese, das ist die Bremer Aufstellung. Da gibt es ja einige Gerüchte, er würde Werder Bremen vielleicht im kommenden Sommer verlassen. Also wenn man sich seine persönliche Traumelf ansieht, sieht das ja nicht so aus. Nee, er scheint recht zufrieden zu sein mit sich, dem Verein und seinen Mitspielern. Ob das jetzt diese Elf jetzt unbedingt Tim Borowski, Philipp Bargfrede oder Andreas Wolf gefällt, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber dennoch, ich finde es sympathisch, mal eine Elf aus aktuellen Teammitgliedern zu gestalten. Das ist, zeigt, dass er wirklich zufrieden dort ist. Ja, ist schon interessant, dass er irgendwo dem Marco Marin Vorzug vor Mehmet Ekici gibt oder aber halt im Sturm auch einen Arnautovic eben vor Markus Rosenberg. Aber gut, er kann halt nur 11 aufstellen und das sind halt die dabei rumgekommen sind. Eben, nur Platz für 11 Spieler und das ist die persönliche Traumelf von Tim Wiese. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank, Jan. Natürlich ein herzliches Dankeschön an Tim Wiese und an die Transfermarkt TV Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.